Jo, da wäre er wieder. Ich habe gerade einen recht kritischen Kommentar gelesen. Also kritisch nicht in der Formulierung, sondern im Inhalt. Denn anscheinend sind die Solar Panels MK1, die wir hier produzieren, Secondary Energiequellen. Das muss ich kurz nachprüfen. Ja, da habe ich absolut nicht drauf geachtet. Das heißt, welche werden jetzt momentan gebaut? Die Secondary kann man nur aus den Secondary MK1 bauen. Und die Primary MK2 kann man nur aus den stinknormalen Solarpanels bauen. Und das heißt, die hier sind alle Murksmist. Du, hör auf zu arbeiten. Du machst bitte nur noch Primary Panels. Und du hörst auf zu arbeiten und du machst jetzt nur noch die Panels. Ressourcen müssten ja eigentlich die gleichen sein, nur dass hier jetzt zu viele Secondary Panels sind. Das ist ärgerlich, weil eigentlich hätte ich es wirklich ganz gerne so, dass wenn tagsüber die Solar Panels ganz viel Strom generieren, dass die Steam Engines dann nicht so viel laufen, wodurch das Wasser schön bei 100 Grad bleibt, wodurch wir weniger Treibstoff verbrauchen und so weiter und so weiter. Also es ist trotzdem schön, dass wir sie haben, weil es hilft halt. Aber es hilft halt nicht so viel, wie es helfen könnte, wenn es alles Primary gewesen wäre. Also vielen, vielen Dank für den Kommentar. Das ist gut, dass ich das noch rechtzeitig gelesen habe. Dann gab es auch noch ein über die Forschungsdinger, dass man da eventuell in Produktivitätsmodulen arbeiten könnte. Ich glaube, ich hatte das schon mal getestet. Also ob man in die Labs Produktivitätsmodule legen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Aber trotzdem will ich dem Kommentarschreiber zuliebe nochmal kurz nachgucken. Ich darf allerdings nicht vergessen, was ich eigentlich machen wollte diese Folge. Das waren die ganzen Dinge hier unten anschließen. Ja, gut. So, jetzt zu dem Forschungsding. Dum, 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 dum. Hier ist erstmal zu dunkel. Ta, 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 ta. Gut. Und dann hier. Oh. Oh. Das geht. Also noch ein Dankeschön. Warte mal. So. Noch ein Dankeschön. Da sparen wir jetzt nochmal richtig Ressourcen. Ich muss jetzt nur die guten Module erstmal wieder herstellen. Richtig. Wo war hier der Haken? Genau, die waren noch gar nicht alle angestellt. Okay. Die guten Module herstellen, damit ich... Pardon. Damit ich alle Forschungslabore damit Produktivitätsmodulen MK7 vollhau. Dadurch sparen wir nämlich richtig viel an Ressourcen, was die Forschung angeht. Und wir müssen auch nicht mehr ganz so viele Aliens töten. Weil momentan macht es mir halt Spaß, aber ich weiß aus Erfahrung, dass irgendwann wird auch Aliens töten langweilig, wenn man das 2-3 Folgen am Stück macht. Und dadurch verringern wir das auch ein bisschen. Okay, also du brauchst jetzt Eisen, Kupfer, Chips. Wie schaut unser Vorrat da aus? Sehr, sehr gut bei allem. Das höre ich doch gerne. Also Eisen, Kupfer und grüne Chips. Und irgendwo ist wieder ein Sniper, weil ich immer noch vergessen habe, die Sniper-Türme zu setzen, die ich setzen wollte. Ich glaube, meine letzte Ausrede war, ich habe nicht genug Stahl, ne? Ja, bau mal davon 3 Stück. So, du arbeitest jetzt und du bist auch begrenzt. Du bist nicht begrenzt, deswegen darfst du jetzt erst anfangen zu arbeiten. Du brauchst Eisenstahl, grün und klein. Also, ne? Kleines Modul. Eisenstahl, grün und klein. Bei dir gehen wir mal auf 5. Naja, gehen wir auf 10. Ich will nicht nachher Tonnen von Ware überall rumliegen haben, die ich gar nicht wirklich brauche. So, so, so. Also bei den Standardressourcen, jetzt hier Eisen und Stahl, ist es nicht ganz so schlimm. Aber gerade bei Chips wird später krass. Also wenn irgendwo in der Kiste, die niemals benötigt wird, 100 lila Chips liegen würden, das wäre absolute Verschwendung. Was mich darauf bringt, dass ich vielleicht mal alle Kisten prüfen sollte bei Maschinen, die nicht mehr so wirklich viel arbeiten. So, achso, habe ich. Was? Genau, du kriegst die Einer. Du kriegst die Zweier. Was brauchst du noch? Stahl, Grün, Rot inzwischen schon. Stahl, Grün, Rot. Rot beschränken wir mal auf 50. Dich beschränken wir auf 100. Und die Blauen machen wir mal auf 25.
So. Wie viele hast du da? Auf 10 habe ich beschränkt. Ja, okay, machen wir 10. 10 ist auch gut. So. Du brauchst Stahlrot und die davor. Stahl, Rot. Die davor waren die letzten gelben. Die da. 10. Ja, 20. Nee, gar nicht. Die waren noch 50. So. Arbeite, arbeite, arbeite. 39 Türme schießen. Oh, die Sniper-Türme sind fertig. Sehr gut. Gut, wo habe ich jetzt Sniper-Türme und wo noch nicht? Hier hatte ich irgendwo schon einen. Nein. Okay, also ein Sniper-Turm hier. Die Sniper-Türme brauchen auch jeweils dann gleich eine Anbindung. Wobei ich mache, glaube ich, mal einen hier, einen da, damit die Ecken so ein bisschen abgedeckt sind. Also da ein. Hier sind noch Bäume im Weg. Wie ungewöhnlich, noch Bäume zu sehen. Du weg, du weg. Ein Ärmchen dahin. Hier ist überall Robo-Abdeckung, ne? Nein. Das ist peinlich. Ja, das muss das auch noch gar nicht hier. Das ist so eine richtige Provinzregion von uns. Bau bitte einen guten Roboport. Damit wir ihn später ordentlich umsetzen können. So, ein Ärmchen, eine blaue Kiste. Du hättest gerne Munition und zwar Railgun Darts, ja. Dazu gab es auch Kommentare schon von einer ganzen Weile, dass Railguns zwar in dem System da auftauchen, wenn man solche Sachen öffnet, wie zum Beispiel die blauen Kisten, aber man kann sie ingame nicht herstellen. Das ist wohl in Vanilla schon implementiert. Also das ist kein Ditec-Ding. Vielleicht kommt das dann irgendwann in Vanilla. In den nächsten Versionen. Mal gucken. So, wir können jetzt die weiter Science Packs herstellen. Die sind schon ein bisschen happig wegen den Alien-Artefakten. Aber wir bauen jetzt ja gerade alles produktiver um. Das könnte dann schon mal helfen. Und wir brauchen dann die weiter Science Packs, um die Advanced Science Packs herzustellen. Und um die geht es eigentlich. Das sind die, die ganze neue, super tolle Forschung freischaltet. Wie zum Beispiel noch viel, viel schnellere Maschinen oder noch bessere Module und dergleichen. Aber später, jetzt müssen wir ja erstmal die Biter Science Packs, 1000 Stück davon produzieren, bevor wir da weitergehen. Jetzt hätte ich gerne noch bessere Mining Drills. 600. Und das ist dieses komische Zeug, davon haben wir eh recht viel. Ja, mach mal. So, du kriegst eine Kiste. Da, und du hättest gerne lalala, da 20 Stück von. So. Du hast keine Muni, das ändert sich gleich. Der Roboport ist nämlich bald fertig. Dann können auch endlich die gleichen da hinten abgeholt werden. So, einfach hier blubdiwupp. Ah, kein Strom. So. Elende Provinz mit dem veralteten, super veralteten Stromnetz. Aber wenigstens gehen die Pumpen jetzt ordentlich. Apropos, Öltanks füllen sich. Das ist sehr gut. Ja, so muss das aussehen. Sehr gut. Habe ich noch irgendwelche alten Pumpchecks rumliegen? Ich habe noch zweier Pumpchecks. Haben wir irgendwo Pumpchecks, die sich langsam bewegen? Da. Ich habe dich erwischt. Du bewegst dich zu langsam. Genau wie bei den Robotern. So, und dann kriegst du, zack, noch mehr davon. Schön. Hier hatte ich angefangen. Bin ich auch zu Ende gegangen? Nee, ne? Okay, das sollte ich weitermachen. Ich sollte, ne, schön bei der Sache bleiben, die Rezepte zu Ende einstellen und danach bei den Speed-Modulen weitermachen. Rechts, 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 rechts. Damit das dann auch abgehakt ist. Und dann können wir vielleicht nochmal irgendwo töten gehen. Beziehungsweise die letzten Sniper-Türme aufbauen. Genau, bauen nochmal zwei davon bitte. Und ich habe keine... Ah doch, da. Königin-Eier, wollte ich schon sagen. Wir haben so viele Könige in Richtung Basis gelockt. Da müssen noch ein paar Eier abgefallen sein. Und ich hätte gerne
Fast Inserter. Wobei ich eigentlich mal die hier verbauen kann, ist ja vollkommen egal. Das sind die halben. Benutze ich nur nicht mehr, weil wir keine Fließbänder mehr haben. Und nur bei Fließbändern sind die halben und was es da noch so für Unterkategorien gibt. Ärmchen wirklich wichtig. So, raus, raus, raus. Hier haben wir schon. Hier gibt es noch nicht mal Fabriken. Du nimmst raus, du legst rein. Damit ich das nächste Mal nicht machen muss. Du, 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 du. Oh. Schusterarbeit nennt sich das, ne? Wenn man immer so ein bisschen Kleinkram macht. Also immer ein Arbeitsschritt wiederholt bei jedem Kleidungsstück in dem Fall. Und dann wieder beim ersten anfängt. Sollte ja auch schneller sein. Da, 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 da. Ist die Vorstufe von der Fließbandarbeit, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, komische Sachen. Na gut. Hier. Das zweite blau-grisselige Ding. Du brauchst das erste blaue grisselige Ding. Das da. Und dann wahrscheinlich, ja, blau und Stahl. Blau wollte ich jetzt weniger nehmen. Also blau. 20. Davon 5. 5 reicht. Ab hier machen wir nur noch 5er Schritte. Weil sonst haben wir irgendwann 50 6er Produktivitätsmodule da rumliegen. Das, nee. Ist nicht so schön. Bei dir hapert es jetzt an blauen Chips, die nicht angeflogen kommen. Haben wir genug blaue Chips im System? Nein. Ich sehe gar keine. Das muss kurz überprüft werden. Ja, die hatte ich nämlich abgeklemmt gehabt, weil der Not am Mann war. Genau, das springt jetzt wieder an. Was macht Strom? Ich verbrauche gerade ziemlich viel. Also nicht, weil jetzt die 85 schießen, sondern auch, weil ich jetzt halt alle Sachen wieder angeschaltet habe und noch dazu gebaut und. Du bist voll. Okay, dann hör mal auf zu arbeiten. Und das hier sind jetzt alles Secondary Panels. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist, weil momentan arbeiten sie trotzdem durchgehend, weil halt die Akkus noch nicht voll sind. Aber sobald die Akkus voll sind, werden primär die Steam Engines arbeiten und erst dann die hier anfangen. Das war ein Anfängerfehler meinerseits. Also eigentlich sollte man von vornherein alle Steam Engines als Secondary bauen und dann die Solar Panels als Primary. Aber das jetzt umzubauen wäre ein wenig ärgerlich. Ja, na gut. Habe ich denn schon neue? Also erstmal hätte ich gerne keine Secondaries mehr. Ich hätte gerne jetzt die Primary Solar Panels im Inventar. Die alten werde ich aber trotzdem verbauen. Weil Strom ist Strom. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Ich denke, ich mache hier mal dicht. Landfill müsste ich ja dabei haben. Da. Genau. Da auch mal dicht machen, bitte. So, das jetzt alles mit Water Begone wegmachen mit einem Klick. Mal gucken, ob das aufgeht. Kein Water Begone. Da. Und puff. Oh. 99 Bigger Landfill. Die hatte ich eigentlich bis vor kurzem. Oh, schon wieder 10 neue Königin-Eier. Weg damit. Ich brauche die da erstmal nicht mehr. Ich brauche jetzt Landfill. So, 50 Stück. Ja, 100 Stück. Damit ich die 90 zusammenbekomme dafür. Dann können wir hier auch das Muster schön weiterbauen. Ach ja, sehr gut. Da. Da. Da wird irgendwann doch noch so eine Art viereckiges Ding aus der Basis und nicht so ein komisches. Was für eine Form bist du überhaupt? So eine alte Steyr-Pistole mit diesem eckigen Magazin hier vorne dran. Zu viel Ego-Shooter gespielt. Bau bitte Substations. Gut. Hab ich die Landfill bekommen? Ja, hab ich. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich mit einem Klick das ganze Ding da. Puff. Sehr gut. Das waren gerade richtig viele Steine, die ich verballert habe.
Apropos Steine, wir waren bei 70.000, als ich mit dem Landfill angefangen hatte. Wir sind bei 50.000. Ja gut, so krass ist es jetzt doch nicht. Wenn ich den See dazu schütten würde, dann vielleicht. Aber das dauert noch eine Ecke. So, erstmal jetzt das Muster weiterbauen. Die Provinz da unten hat mich echt irritiert. Das will ich nicht wieder sehen. Piu, 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 piu. No, kein Strom. Wie jetzt? Haben wir... Achso, weil die Akkus keinen Strom bekommen. Ja, das ist okay, das ist verständlich. Momentan wird halt alles verbraucht. Aber ihr habt doch noch Strom. Ah nein, wir haben ja verschiedene Arten von Akkus. Die blauen waren die, die richtig schön schnell rausrotzen konnten, was sie drin haben. Deswegen sind die auch zuerst alle. Und die hier geben jetzt nach und nach ihren Strom ab. Also ich denke, es war wirklich eine gute Idee, wenn es auch unabsichtlich war, dass wir jetzt verschiedene Arten von Akkus haben. Einmal, dass für den ersten großen Bedarf rausgeballert wird, damit wirklich möglichst schön viel Burst DPS rauskommt sozusagen. Und danach haben wir noch eine Weile Sustained DPS, also lang anhaltend, immer wieder klein, piu, 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 piu. Und das Licht geht aus. Das sollte nie wieder vorkommen. Okay, komm, lauf dahin, mach das selber. Ah, Angriff ist vorbei. Okay, hat sie das gefangen? 51 Türme schießen noch. Wow. Ja, da will ich jetzt nicht raufschießen. Da mache ich viel zu wenig Schaden mit meinen Dingern. Guck mal, ob auf der anderen Seite irgendwas ist, was man leicht wegschießen kann.